Ich fordere dich heraus zur One Bible Verse Challenge. Hallo, ich bin Jens der Christ. Bei der Herausforderung geht es darum, dass man sich ein Bibelvers überlegt und diesen dann teilt. Und die wirkliche Herausforderung liegt darin, sich nur für einen Bibelvers zu entscheiden. Ursprünglich kommt das Ganze von Facebook aus Argentinien, und zwar zum Monat der Bibel, das ist der September. Ich habe mir überlegt, warum soll das eigentlich nur auf Facebook bleiben? Und darum mache ich jetzt hier ein YouTube-Video und hole das Ganze auf YouTube. Und ich danke Jenny für die Nominierung. Übrigens, zuerst hat sie mich gar nicht nominiert. Erst nachdem ich ihren Beitrag geliked habe, hat sie mich gefragt, ob sie mich nominieren soll, und dann hat sie mich nominiert. Also, wenn ihr auch nominiert werden wollt, dann klickt doch einfach mal Gefällt mir und vielleicht werdet ihr dann auch nominiert. Aber kommen wir nun zu meinem Vers. In der Tat habe ich auch mehrere Verse, die ich mag. Aber da ich mich für einen Vers entscheiden muss, nehme ich Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Übrigens, zum Hohen Lied der Liebe habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht. Vielleicht schaust du dir es mal an. Kommen wir nun zu den Nominierungen. Und da habe ich mir überlegt, ich nominiere drei Leute, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mitmachen, und drei Leute, von denen ich glaube, dass sie mitmachen. Als erstes nominiere ich Gina von Meeting Jesus. Und dann nominiere ich Hector von Living Radio. Und ich sende liebe Grüße in die Schweiz und nominiere Andreas Boppard, genannt Bobby, von Campus für Christus. Kommen wir nun zu den drei, wo ich nicht genau weiß, ob sie mitmachen. Als viertes nominiere ich unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich würde mich freuen, wenn sie mitmachen würden und vielleicht auch einige ihrer politischen Kollegen nominieren würden. Als fünftes nominiere ich Mr. Wissen to Go Mirko. Mich würde echt interessieren, ob du Christ bist und was für ein Bibelvers du dir aussuchen würdest. Und zu guter Letzt als sechstes nominiere ich Ben von So oder So gesehen. Das waren meine sechs Nominierungen und ich würde mich wirklich freuen, von euch einen Bibelvers zu hören. Und ich fasse die Regeln jetzt nochmal zusammen. Du musst nicht mitmachen, denn Gott zwingt niemanden, sein Wort zu verbreiten. Es gibt keine zeitliche Begrenzung, denn Gott wartet so lange, bis du bereit bist, sein Wort zu verbreiten. Wie du sein Wort verbreitest, ist dir überlassen. Ich würde mich freuen, wenn du es in Form meines Videos machen würdest. Aber du kannst es auch einfach nur auf Facebook posten oder twittern. Und wen und warum du jemanden nominierst, ist auch dir überlassen. Nominier doch einfach die Menschen, von denen du mehr über ihren Glauben wissen möchtest. Und wenn du gerne mitmachen möchtest, aber nicht weißt, welchen Vers du nehmen sollst, dann lest doch mal wieder in der Bibel. Und wenn du möchtest, können wir auch zusammen in der Bibel lesen, übers Internet. Schreib mich einfach an. Und ich vermute, dass der Heilige Geist sogar jetzt noch weitere Menschen nominiert. Und vielleicht nominiert er jetzt gerade dich. Und wenn das so ist, dann poste doch unter den Kommentaren hier Bibelvers oder auf Twitter oder Facebook oder mach ein Video. Gott segne dich.